Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch. Heute die Generalprobe für unsere Livestreams, die ab morgen starten und dann immer ab 10 Uhr. Ich sitze auch schon seit 10 Uhr hier und habe mit der Generalprobe begonnen und habe verschiedene technische Herausforderungen noch gefunden. Beispielsweise, dass wir nur Google Chrome benutzen, dann, dass dringend noch ein zweiter Monitor geholt werden muss, weil ich habe hier zwar welche, aber so wie jeder richtige Nerd hast vielleicht auch du eine Abstellkammer mit Monitoren. Und wenn du so eine Abstellkammer nicht hast, dann bist du auch kein richtiger Nerd. Ich habe sogar Röhrenmonitore hier noch rumstehen, aber die stelle ich mir hier nicht hin und alle anderen sind kaputt. Also muss ich dringend noch einen zweiten Monitor holen, weil ohne macht das Ganze keinen Spaß. Ja, Generalprobe heute und ich möchte das gerne damit verbinden, ja, dir so ein bisschen was vom Auswandern zu erzählen. Denn interessanterweise werde ich im Moment bei vielen Online-Kongressen angefragt zum Thema Auswandern. Also da so meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen vom Auswandern und so mein Resümee jetzt 5 Jahre nachdem ich ausgewandert bin und will da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil da noch ein paar interessante Aspekte hochgekommen sind. Die letzten 5 Jahre ging es bei mir hauptsächlich um das Thema Online-Business, Online-Geld verdienen, seriös natürlich. Und das Thema Auswandern war eigentlich so die letzten Jahre gar nicht wirklich auf dem Plan gewesen. Und da sind bei diesen Interviews, also es waren jetzt 3 Kongresse direkt hintereinander oder kurz hintereinander, wo es um das Thema Auswandern ging. Und da sind noch mal ein paar Aspekte hochgekommen, die ich ganz interessant fand und die ich an dieser Stelle auch noch mal mit ein bisschen Reflexion aus den Interviews mit dir teilen möchte. Gerade was so das Thema digitales Nomadentum, Auswandern, mein Freiheitsbusiness, ich reise um die Welt und arbeite da, angeht. Und ja, ich würde sagen, lass uns in dieses Thema direkt reinstarten. Du findest alle Links, die ich dir heute nenne, unter links.onlinedurchbruch.com live oder go.onlinedurchbruch.com/live. Das habe ich dir aber auch in die Beschreibung hier mit reingemacht. Da werde ich auch nachher schauen, dass das überall auf den Plattformen entsprechend ankommt. Und ja, hier unten, da findest du dann aber auch immer die Links nochmal eingeblendet. Gut, lass uns da mal reingehen. Also das Thema ist meine Auswanderung, meine Erfahrungen beim Auswandern. Wie ist der Prozess bei mir abgelaufen und was sind jetzt so meine Erfahrungen oder was ist mein Resümee jetzt nach 5 Jahren? Was kann ich dir vielleicht mitgeben, wenn du gerade über diesen Schritt nachdenkst? Vielleicht bist du ja auch schon ausgewandert, dann beteilige dich gerne im Chat. Du kannst in den Kommentaren deine Erfahrungen mit uns teilen, dann werde ich sie gerne hier auch mit reinbringen. Das Thema Auswandern. Ja, das ist in den letzten Jahren oder gerade so im letzten halben Jahr bei vielen Leuten immer aktueller geworden und immer öfters höre ich, ja, man muss ja auswandern, man sollte auswandern, man kann es ja in Deutschland gar nicht mehr aushalten, ertragen. Und das ist meiner Meinung nach schon mal so ein ganz großer Fehler. Der erste Punkt, über den ich nämlich mit dir sprechen möchte, ist die Phase 1, das Auswandern. Und jetzt fällt hier gerade der Strom aus. Gott sei Dank habe ich das Modem an meinen Laptop vorher dran gemacht. Deswegen habe ich auch keine so tolle Kamera heute. Ich muss mir da auch noch einen USB-Hub holen, weil dann kann man hier in StreamYard nämlich auch ganz verschiedene Kamerapositionen wählen, sodass man immer mal so ein bisschen umschalten kann. Gut, wir machen auch ohne Strom weiter. Das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, hier bei der Generalprobe nochmal zu schauen, dass das auch alles funktioniert. Ich glaube, ich bin weiter live und ja, das freut mich. Die Phase 1, die Entscheidung auszuwandern. Da fängt es an. Ich habe es eben gesagt, viele Menschen sind aktuell in dieser Energie ja nur raus, hier weg, hier überall ist es besser als in Deutschland. Und da muss ich euch sagen, nein, ist es nicht. Ist es definitiv nicht. Es ist woanders anders.
Ob besser, ob schlechter, das müsst ihr herausfinden. Aber es ist nicht so, dass wenn man auswandert, überall Milch und Honig fließt. Ganz im Gegenteil. Da fließt eher noch in Deutschland Milch und Honig. Und das bedeutet, wenn du es in Deutschland so unerträglich findest, dass du auswandern möchtest, dann solltest du gut darüber nachdenken. Denn du wirst es woanders vielleicht schöner haben, aber nicht leichter als in Deutschland. Das kann ich dir garantieren. Das heißt, bei der Entscheidung solltest du nicht aus der Emotion heraus dich entscheiden. Bei mir war das damals so gewesen, das war ein Prozess von sicherlich einem, anderthalb Jahre, in denen ich es abgewogen habe. Es hatte damit ursprünglich begonnen, dass ich innerlich gekündigt habe. Ich habe damals in einer großen psychiatrischen Klinik in Frankfurt am Main gearbeitet. Und ja, da waren viele Dinge, die nicht mehr so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Zumindest, dass ich mich damit identifizieren könnte. Und der Gipfel war dann, dass ich ein Gespräch zusammen mit dem Betriebsrat hatte über meine Ideen, die ich einbringe oder mein Feedback, das ich gebe, und ja, mir dort ganz klar und deutlich gesagt wurde, in Anwesenheit des Betriebsrates und nicht durch die Blume, sondern wortwörtlich: Stefan, du musst dich mal entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Stehst du auf der Seite der Patienten oder stehst du auf der Seite der Klinik? Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also das geht so gegen meine Wahrnehmung und mein Bild von einem Krankenhaus. Das steht auf der Seite seiner Patienten. Da gibt es nicht links und rechts. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite stehst du, weil ein Krankenhaus, die Ärzte, die Pfleger, die Therapeuten, alle haben auf der Seite des Patienten zu stehen. Ansonsten läuft dort etwas generell falsch. Gut. Das müssen wir nicht aufwärmen. Auf jeden Fall war diese innere Kündigung bei mir schon vorher gewesen. Also ich wusste, ich werde in diesem Laden nicht mehr alt. Und ich wusste auch, dass ich ja mein Leben wirklich ganz radikal ändern musste, um irgendwie glücklich zu werden, weil vieles in der Zeit schief lief. Und da wäre es jetzt einfach gewesen zu sagen, okay, ich packe die Sachen und hau ab. Das ist auch nicht das richtige Mindset oder die richtige Voraussetzung meiner Meinung nach, um auszuwandern. Man sollte nicht fliehen vor etwas, und deswegen habe ich mir da Zeit genommen und habe das wirklich abgewogen. In der Zeit war ich auch mehrfach hier auf Sri Lanka gewesen, nicht als Tourist in dem Sinne. Klar, ich bin immer Tourist hier, auch nach 5 Jahren werde ich immer noch als Tourist wahrgenommen. Aber ja, nicht irgendwie Urlaub machend, sondern wirklich hier im Land lebend und mir anzuschauen, wie ist das denn im Alltag? Finde ich das immer noch so toll, wenn ich im Alltag hier bin, mit all den Unannehmlichkeiten, die mit dazugehören? Und zwar nicht in einem 5-Sterne-Hotel, sondern damals war es in Vellampitiya, was so ein Vorort ist, der dafür bekannt ist, dass alles, was nicht legal ist, man in diesem Vorort bekommen kann. Und habe dann wirklich mehrfach hier auch im Alltag gelebt, und mein Business hier, zumindest damals war ich noch hauptsächlich als Blogger unterwegs gewesen, aber das ortsunabhängig von hier aus zu betreiben und zu schauen, wie ist das denn im Alltag? Und erst dann habe ich mich entschieden, ich glaube, ich war 2-mal in der Zeit hier gewesen für 4 Wochen jeweils, im Alltag mitgelebt und mir angeschaut, ist das denn was für mich? Und dann habe ich die Entscheidung wirklich in einem kühlen Kopf getroffen, nicht aus dem Bauch heraus, nicht irgendwie in der Hitze des Gefechts, sondern wirklich da geplant, rangegangen, Pro- und Kontraliste und so weiter, wobei es war auch an dem Moment, war es eigentlich schon für mich klar gewesen. Es war dann keine große Überlegung mehr gewesen, willst du oder willst du nicht, sondern die Entscheidung war für mich eigentlich relativ easy zu fällen. Natürlich hängt da dann auch mit dabei, dass Freunde und Familie weiterhin in Deutschland leben und ja, man sich halt einfach nicht so oft sehen kann. Also meine Mutter, die ist häufiger schon hierher gekommen, aber ich war in den 5 Jahren einmal in Deutschland. Das musste ich natürlich auch mit in die Überlegung einbeziehen, aber
da war jetzt niemand, der mich da irgendwie versucht hat zurückzuhalten, nach dem Motto, Stefan, wie kannst du denn auswandern? Wir sind doch hier. Das hat Gott sei Dank so nicht stattgefunden. Deswegen war die Entscheidung kein großes Problem gewesen. Ja, dann war der Zeitpunkt der Kündigungen und da wurde ich in einem Interview so danach gefragt, wie das denn gewesen ist, als ich den Job gekündigt habe, als ich die Wohnung gekündigt habe. Und da muss ich sagen, das war eigentlich relativ unspektakulär. Gerade das Kündigen meines Jobs, was ich mir zumindest seitdem es diesen Konflikt gab, unsere unterschiedlichen Einstellungen darüber, ob die Klinik nun den Patienten vertritt oder ob sie gegen den Patienten arbeitet, das hat halt mir die Sache oder ich habe es mir vorgestellt damals, dass ich die Kündigung auf den Tisch knalle und mich super befreit fühle. Das war nicht der Fall. Ich habe meine Kündigung geschrieben, ich habe sie abgegeben, das war's. Und ebenso war es auch bei Kündigung von Wohnung, Kündigung von Versicherungen etc. pp. Das war erstmal für mich relativ unemotional gewesen. Wir kommen gleich dazu, was für mich dann der emotionale Part war. Wobei, ja, diese Phase war durchaus auch emotional, aber eher so, dass ja, ich wütend geworden bin und jetzt gar nicht mal so melancholisch. Da waren natürlich in der Phase auch viele Formalitäten zu erledigen. Bürokratie. Ich musste mich darum kümmern, wie ist das mit der Krankenversicherung beispielsweise? Du kannst in Deutschland nicht einfach so ohne Krankenversicherung sein. Also es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland. Jetzt bin ich in Deutschland auch noch gemeldet, gerade wegen meinem Gewerbe, weil ich ja am Anfang auch rumgereist bin und deswegen irgendwie einen fixen Standpunkt haben musste, wo ich auch Rechnungen schreiben konnte und war also in Deutschland noch gemeldet, lebe aber nicht in Deutschland, heißt eine Krankenversicherung, die in Deutschland mich versichern würde, versichert mich nicht auf meinen Reisen, wenn ich nicht eine teure zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließe. Ich könnte eine komplett private Krankenversicherung abschließen, das geht ordentlich ins Geld. Und einfach raus aus der Versicherung und sagen, okay, ich gehe auf volles Risiko, ich bin Selbstzahler, weil das ist finanziell gesehen einfach die beste Entscheidung, zumindest hier auf Sri Lanka. Ich habe dann letzten Endes eine Krankenversicherung gefunden bei der BDAE, heißen die, glaube ich, Bund Deutscher, die im Auslandserwerbstätig sind oder irgendwie sowas. BDAE. Habe ich eine Krankenversicherung gefunden, die auch bezahlbar war. Aber ansonsten hätte es keine Möglichkeit gegeben. Du kannst auf eigenes Risiko, kannst du sagen, ich gehe aus der Versicherung raus, ich mache da nicht mehr mit. Dann wirst du aber höchstwahrscheinlich von Versicherungen hinterher nicht wieder aufgenommen, von Krankenversicherungen. Also zumindest, wenn du so Pausbäckchen hast wie ich und vielleicht noch die ein oder andere Vorerkrankung, ist es dann unmöglich, wieder zurück in eine gesetzliche zu kommen. Also das war so die Phase 3, wo es so um diese Geschichten ging. Wie ist das mit meiner Lebensversicherung? Wie ist das mit meiner Arbeitsunfähigkeitsversicherung? Wenn ich nicht in Deutschland oder vor allem in Europa bin, greifen die dann überhaupt? Also da war eine Phase, die keinen Spaß gemacht hat. Sagen wir es mal so, die keinen Spaß gemacht hat, die so viel Spaß gemacht hat wie die Steuererklärung und ja, einfach nervig war. Die emotionale Phase war dann das, was ich hier so als Phase 4 ein Leben beenden nenne. Denn, und das ist mir in einem Interview gestern zu einem Kongress klar geworden, letzten Endes ist das so, wie wenn man sich auf seinen Tod vorbereitet, diese Phase, wo man die Wohnung ausräumt, wo man so Sachen macht, wie seinen Namen vom Klingelschild abzukratzen oder wenn man noch mal die persönlichen Dinge aussortiert, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Ich habe mich damals dagegen entschieden, einen Container irgendwie mit persönlichen Dingen herzuschicken. Ich habe wirklich nur 20 Kilo, die in meinen Koffer gepasst haben, konnte ich mitnehmen. Die ein oder andere Sache,
Vormal, also ein Ordner mit wichtigen Unterlagen oder so, den konnte ich auch bei meiner Mutter noch ins Regal stellen. Aber auch meine Mutter hat keine große Wohnung gehabt, also konnte ich da jetzt nicht irgendwie tausende Erinnerungsstücke oder sowas aufheben. Und dementsprechend habe ich sehr radikal ausgemistet. Ich habe das, was irgendwie noch Geld bringen konnte, habe ich verkauft. Das meiste habe ich aber verschenkt, gespendet und ja, auch das ein oder andere entsorgt. Und das war so die Phase, wo es dann emotional wurde, weil ja, mich das wirklich so dran erinnert hat, wie ich es aus meiner Arbeit aus dem Krankenhaus kannte von Patienten, die eine infauste Diagnose gestellt bekommen haben, also bei denen klar war, es wird zu Ende gehen, die dann halt auch so dran gegangen sind. Wohnung auflösen, was muss ich noch kündigen, wie ist es mit Nachsende, gut, Nachsendeantrag habe ich jetzt weder hierher, noch würde das jemand machen, der weiß, dass er bald sterben wird. Aber so hat es sich wirklich angefühlt, wie als ob ich mich auf meinen Tod vorbereite. Ja, es klingt makaber, aber das war wirklich so in der Phase das, was das auch so emotional gemacht hat. Und letzten Endes ist es so. Also wenn du momentan übers Auswandern nachdenkst, dann musst du dir auch darüber bewusst sein, du wirst in Anführungsstrichelchen dir das Leben nehmen. Denn dich als derjenige, diejenige, der, die jetzt gerade dort in den Lebensumständen ist, wo du vielleicht bist, weswegen du darüber nachdenkst, auszuwandern. Diese Person wird es danach nicht mehr geben. Dich, so wie du jetzt bist, so wie du jetzt zuschaust und zuhörst, wird es nicht mehr geben, wenn du auswanderst. Du wirst natürlich weiterleben. In einem anderen Leben. Vielleicht höchstwahrscheinlich sogar ein besseres Leben. Aber dich als die Person, die du heute bist, wird es dann nicht mehr geben. Du nimmst dir tatsächlich das Leben im übertragenen Sinne. Und gerade wenn du so wie ich dann versucht hast, möglichst wenig zu behalten, also wirklich die Sachen durchgegangen bist, beispielsweise mein Ausbildungsberichtsheft hatte ich in der Hand gehabt von vor über 20 Jahren, fast 25 Jahren, wo ich eine Ausbildung im Hotel gemacht habe, habe das durchgeblättert, da sind Erinnerungen hochgekommen, die ganzen Fotos, die man aussortiert. Also das war eigentlich die Phase, die für mich emotional schwierig war. Jetzt nicht, weil ich Angst hatte, geht das gut mit dem Auswandern oder nicht, sondern weil mir wirklich klar war, hier ist Ende deines Lebens, so wie du es jetzt führst. Danach geht es weiter. Und höchstwahrscheinlich wird es besser, es wird schöner, es ist das Leben, was du dir gewünscht hast. Das hatte ich ja vorher schon vor der Entscheidung festgestellt, dass das etwas ist, was mich glücklich machen wird. Aber es war klar, ich beende hier mein Leben. Und das war so der emotionale Part. Ja, und dann ist schließlich der große Tag gekommen, an dem es losging an den Flughafen. Und auch den Tag hatte ich mir vorher ganz anders vorgestellt. Also gerade so in der Phase, wo diese Formulare das Thema waren oder so, wo ich mir gesagt habe, ja, noch 3 Monate, dann sitzt du im Flieger, dann ist all der Ballast von deinen Schultern und so. Ja, es war durchaus ein befreiendes Gefühl, so die letzten Schritte auf deutschem Boden zu machen in den Flieger rein. Das war schon ganz geil, muss ich sagen. Aber es war jetzt auch nicht so dieses High, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich dachte so, wow, jetzt sitzt du da und weißt, weil es sind nach wie vor immer noch Themen offen und das wird höchstwahrscheinlich bei dir dann auch so sein, wenn du den Schritt gehst, dass es nicht so ist, dass es da einen Cut gibt, dass du weißt, wenn die Flugzeugtür hinter mir zugeht, dann ist alles irgendwie anders. Nee, das ist so eine Transition, ist so eine Übergangsphase. Also, es war am Anfang tatsächlich, hat es sich eher so nach ich fliege in den Urlaub vor angefühlt, als dass jetzt wirklich ein neues Leben beginnt. Also dieser Tag des Auswanderns, muss ich sagen, war auch im Vergleich zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe, relativ unspektakulär gewesen. Ja, was ist mein Fazit nach über 5 Jahren, also über 5 Jahre lebe ich jetzt hier
auf Sri Lanka. Und was ist so mein Fazit nach 5 Jahren oder welche Tipps kann ich dir mitgeben, wenn du gerade selber darüber nachdenkst, diesen Schritt zu gehen? Zum einen, das hatte ich vorhin gesagt, diese Urlaubslüge. Also mach dir nicht vor oder verfall nicht dem Trugschluss, dass weil es dir im Urlaub irgendwo gut gefällt, weil es irgendwo schön ist im Urlaub, dass das auch so sein wird, wenn du langfristig dort lebst. Das wird ganz anders sein als ein Urlaub. Also ich kann es dir sagen hier, ich war sowohl als Tourist hier wie auch wirklich im Land lebend, bevor ich ausgewandert bin. Und der Vergleich, da liegen Welten dazwischen. Also so im Fünf-Sterne-Hotel, wo du einen Generator hast, wo der Strom nicht einfach ausfällt, während du einen Livestream machst, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du wirklich in einer asiatischen Großstadt lebst, im Smog und in dem Trubel und in dem ganzen Krach dabei. Das ist eine ganz andere Nummer. Also verfalle nicht der Urlaubslüge oder dem Trugschluss der Urlaubslüge. Wenn du auswanderst, dann solltest du das Land auch wirklich aus dem Alltag kennen, nicht nur aus dem Urlaub. Bevor du auswanderst, also wirklich 2, 3 Mal hinfahren und das muss ja jetzt auch nicht ein ganzer Monat sein, aber mal 2 Wochen wirklich im Alltag leben, deinem Alltagsbusiness nachgehen und gucken, ob es dir dann auch noch gefällt. Dann Tipp 2, ganz wichtig, da und dann ist nicht besser als hier und jetzt. Ein ganz wichtiger Punkt, egal wo du gerade bist und egal wohin du auswandern möchtest, es wird da und dann nicht besser sein als hier und jetzt. Es ist anders, ja. Ich bin, bevor ich hierher gekommen bin, war ich noch eine Zeit lang in Dubai gewesen, wo man ja sich so denkt, gut, Deutschland ist jetzt auch nicht Slum, aber wo man trotzdem sagt, das ist ja ein Upgrade. Und trotzdem ist es da nicht besser. Es ist anders. Und das musst du dir auch vor Augen führen, dass ja vor allem du auch dich selber mitnimmst. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du sagst, ich will es besser haben, solltest du immer im Hinterkopf behalten, du wirst mitgehen. Und deswegen, wenn du hier und jetzt, da wo du jetzt bist gerade, nicht glücklich bist, dann liegt das nicht daran, dass du dort bist, sondern dann geht es eher um das Mindset. Das ist aber ein Thema, was wir jetzt hier nicht aufmachen wollen. Wichtig ist nur die Erkenntnis, dass da und dann nicht besser ist als hier und jetzt. Dann mein dritter Tipp. Das hat damit schon zu tun, ist nicht im Groll oder als Flucht auswandern. Also nicht aus der Emotion heraus, unsere Regierung, die sind doch alle bescheuert und die Preise explodieren und ich wandere jetzt aus, ich habe die Schnauze voll. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, kann ich dir sagen. Und auch nicht als Flucht, wenn du sagst, mein Gott, mein Leben hier ödet mich an oder vielleicht hast du Schulden oder vielleicht auch irgendwelche juristischen Sachen, wo du sagst, wenn ich jetzt mal woanders hingehe, ist das vielleicht für eine Zeit lang besser. Auch davon rate ich dir ganz, ganz dringend ab. A. Wird das Finanzamt oder die Kripo oder wer auch immer dich vielleicht am anderen Ende der Welt nicht finden? Aber A, wirst du nicht mehr nach Deutschland zurückgehen können, wenn du das machst. Und B, hat das auch ganz andere Auswirkungen auf dein Leben. Also beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, du fliehst vor der Steuer ins Ausland, hast du ein Problem, du wirst keine Konten mehr in Deutschland haben, du wirst die Post nicht mehr nutzen können in Deutschland. Also selbst von fern, auch ein Bankkonto in Deutschland wird dann nicht mehr möglich sein. Gut, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du vor irgendwas flüchtest, aber es ist mein Tipp 3, nicht aus Groll oder als Flucht auswandern, sondern immer nur dann, wenn du sagen kannst, ich bin fein mit meinem alten Leben hier in Deutschland, es ist alles gut. Ich möchte jetzt einfach nur woanders leben. Das sollte das Mindset sein und nicht dieses alles ist doof in Deutschland oder gar flüchten. Dann ein wichtiger Punkt, lass dich auf Land und Leute aktiv ein. Und das ist etwas, was mir auch nach 5 Jahren häufig noch schwer fällt.
Egal wohin du auswanderst, es wird dort nicht so laufen wie in Deutschland. Das ist ganz wichtig und das solltest du beachten. Und es wäre auch verwegen zu verlangen, dass es jetzt auf Sri Lanka anders laufen soll, als es all die Jahre dort schon läuft und dass jetzt alles hier deutsch gemacht werden muss, weil jetzt ein Deutscher hier lebt, der so eine Krawatte kriegt, wenn irgendwie Termine nicht eingehalten werden, wenn Absprachen nicht eingehalten werden und so weiter. Hier ist das nun mal so. Damit muss ich klarkommen, wenn ich hier leben möchte. Und deswegen lasse dich auf Land und Leute aktiv ein. Sowohl was die Kultur und die Gepflogenheiten angeht, aber ich bin der Meinung, auch was die Sprache angeht. Und vielleicht die Religion oder die Kultur, die im Land so üblich ist. Also ich habe mich sehr intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt, nur um dann hinterher festzustellen, dass es zwei Arten von Buddhismus gibt und dass ich mit dem Mahayana-Buddhismus falsch beraten bin und lieber den hier üblichen. Das ist nochmal ein ganz eigener hier auf Sri Lanka, ein ganz eigener Buddhismus, mich damit hätte beschäftigen müssen. Aber es hat auch bedeutet, dass ich die Sprache gelernt habe oder versucht habe zu lernen. Und ich kann sie heute immer noch nicht wirklich. Ich kann gerade brecht mich so im Alltag zurechtfinden, wobei ich da auch feststellen musste, es ist egal, wie gut ich die Sprache kann, wenn ein weißer Singalese spricht, dann wird das generell nicht verstanden, wahrscheinlich, weil es nicht erwartet wird. Aber das heißt, beschäftige dich mit der Kultur des Landes, lerne die Sprache, auch wenn das manchmal schwer ist und wenn man es nicht bis zum Ende kann, aber trotzdem habe ich festgestellt, dass man über die Sprache Land und Leute sehr, sehr gut kennenlernt. Dass es bestimmte Begriffe oder bestimmte Worte oder bestimmte Konstrukte im Sprachgebrauch des Landes nicht gibt. Beispielsweise Thema Pünktlichkeit. Das ist halt ein Konzept, das bringen wir mit. Das hat hier niemand. Also lasse dich aktiv auf das Land und die Leute ein. Und am besten natürlich schon, während du in dieser Testphase bist, wo du im Land lebst und wirklich im Alltag schaust, komme ich da zurecht. Weil wenn du im Urlaub hier bist oder auch in Spanien oder in Amerika, egal wohin du vielleicht drüber nachdenkst, auszuwandern, im Urlaub sind die Leute super nett, super freundlich, kommen dir entgegen. Vor allem im Hotel wissen die Leute so die Eigenheiten von den Touristen, die wissen, aha, den Deutschen ist das wichtig, den Engländern ist das wichtig. Aber wenn du dann wirklich im Alltag lebst und mit Menschen zu tun hast, die mit Touristen oder mit Ausländern eigentlich nichts zu tun haben, dann wirst du feststellen, dass die Dinge halt noch mal ganz anders laufen. Also von daher, lass dich auf Land und Leute ein. Und dann mein Tipp Nummer 5 ist, wenn es wirklich dein Weg ist, dann gehe ihn auch. Lass dich dann nicht mehr davon abhalten, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Für mich war das sehr hilfreich gewesen, dass ich wirklich meine Brücken abgebrannt habe. Also, dass ich Job gekündigt habe, Wohnung gekündigt habe, Versicherungen gekündigt habe, all das gekündigt habe, was man halt so zu kündigen hat. Und es deswegen für mich deutlich schwieriger gewesen wäre, dann zu sagen, nee, ich mach's jetzt doch nicht. Das wäre, will ich mir gar nicht vorstellen, was das dann alles bedeutet hätte, wenn ich am letzten Tag gesagt hätte, okay, nee, ich traue mich nicht, ich mach's nicht. Also es gab für mich letzten Endes kein Zurück. Aber auch wenn du es vielleicht nicht ganz so knallhart machen musst, trotzdem mein Tipp Nummer 5 ist, wenn es wirklich dein Weg ist, dann gehe ihn auch. Und das ist vielleicht so als Tipp nochmal von mir oder als Sache, die ich immer wieder so sage, wenn ich drauf angesprochen werde, ist, dass ich nur eine Sache dran bereue am Auswandern. Auch nach 5 Jahren bereue ich nur eine einzige Sache bislang. Und zwar ist das, dass ich es nicht früher gemacht habe. Dass ich eine lange Zeit mit mir gerungen habe. Ich glaube, dass das wichtig und auch richtig war, dass ich eine Zeit lang mit mir gerungen habe. Und dass ich mir Zeit genommen habe, darüber nachzudenken, ob ich es jetzt wirklich mache oder nicht. Das war sicherlich sinnvoll, aber letzten Endes, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann musst du deinen Weg auch gehen.
Ja, das sind so mal die Infos gewesen, die ich dir mitgeben möchte. Und jetzt möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall zum Auswanderkongress 2022 eintragen. Kostenfrei kannst du daran teilnehmen. Du hast über 30 Experten, bei denen es um das Thema Auswandern und alles, was so drumherum stattfindet, damit zu tun hat. Findest du Interviews täglich, neue Interviews. Du kannst sie dir kostenfrei anschauen. Es gibt auch ein Kongresspaket, aber du kannst kostenfrei an diesem Kongress teilnehmen, wenn du dir die Interviews täglich anschauen möchtest. Den Link findest du mit bei links.onlinedurchbruch.com/live. Und ich denke, damit sind wir für heute erstmal durch. Es war eine gute Generalprobe. Es sind noch ein paar Sachen schiefgegangen, aber wie man ja so schön sagt, wenn bei der Generalprobe was schief geht, dann ist das ein gutes Zeichen. Ich konnte aber verschiedene Dinge nochmal ausprobieren und ja, würde sagen, freu dich dann ab morgen drauf. Da wird es dann pünktlich um 10 Uhr, so der Monitor und das Internet denn will, wird es pünktlich um 10 Uhr morgen losgehen und dann wird es täglich neue Livestreams rund um das Thema Online-Business, Freiheitsbusiness, digitales Nomadentum, Auswandern, passives Einkommen und so weiter und so fort. Darum wird es ab morgen jeden Vormittag um 10 gehen. Ich würde mich freuen, wenn du dann mit dabei bist. Und sende dir jetzt erstmal ganz liebe Grüße. Bis dahin, mach's gut. Ciao.